Grundsätzliches zu unserer Shea-Buttercreme. Und zwar ist die Creme für eine Winterhaut gedacht, eine etwas gereizte Haut, eine schuppige Haut, eine juckende Haut, zur leichten Pflege, zum Beispiel von trockenen Händen, rissigen Händen, leicht rissigen Händen. Es ist keine Creme für eine Erkrankung, für Abszesse, für Eiter, für Wundsein, wunde Popos von Kindern. Es ist eine Linderungscreme, es ist eine hilfreiche Creme. Das Rezept ist von unserer Heilpraktikerin, deswegen möchte ich es ganz gern weitergeben, weil es in unserer Familie auch sehr gut geholfen hat. Für meine Tochter, die immer Probleme hat mit einer trockenen Haut, mit Trockenflecken, mit schuppiger Haut, mit juckender Haut oder mit kleinen Pickelchen. Das lindert sehr. Und das ist bitte zu beachten. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann auf jeden Fall erstmal den Arzt fragen. Wir haben Allergiekinder. Auch diese Kinder vertragen diese Creme sehr gut. Aber man muss sie halt selber erstmal ausprobieren. Und das ist ganz wichtig, dass man es vielleicht erstmal an einem Arm macht. Also zum Schluss erst das Gesicht ausprobieren. Weil jeder ja unterschiedlich reagiert. Noch ein Tipp. Wer gerne ein bisschen Duft rein haben möchte in die Creme, in die 100 Gramm Sheerbutter plus 70 Gramm Mandelöl, kann man auch gerne bis zu 8 Tropfen ein gutes Öl hineintun. Also das ist dann aber wirklich ein 100% reines, natürliches Öl, Zitronenöl, Orangenöl, vielleicht ein Rosenöl. Und das ist ganz wichtig, dass man dies dann auch erst wieder ausprobiert, weil wir haben ja nur die zwei guten Bio-Zutaten. Und dann würde ich wirklich nur so ein kleines Gläschen nehmen, einen Tropfen hineintun und das erstmal ausprobieren, ob man es verträgt. Und dann kann man es immer noch in die große Menge hineintun. Und das wäre nochmal mein zusätzlicher Tipp für euch, damit wirklich alles sicher ist und ihr viel Spaß an der Creme habt, die wirklich ganz toll pflegt und eine wunderschöne weiche Haut macht. Aber wie gesagt, jeder Mensch reagiert anders und man muss es erstmal ausprobieren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und euch. Hallo, meine Lieben. Ich hatte euch ja das Grundrezept unserer Shea Butter mit unserem Mandelöl gezeigt, beides als Bioprodukte, was ich als Grundlage im Internet bestellt habe. Und das haben wir jetzt angerührt. Das Video dazu findet ihr ausführlich in meinem Kanal. Und jetzt möchte ich euch eine weitere Variante zeigen. Ganz einfach zu machen. Wir füllen gerade diese Scherbutter mit dem Mandelöl in so ein Mini-Gläschen. Da war früher mal Honig drin, aber man kann die auch leer kaufen. Ganz wichtig ist halt, diese Gläschen vorher mit kochendem Wasser auszubrühen und dann trocknen zu lassen, ohne nachzuwischen wegen den Keimen. Jetzt nehme ich solch ein kleines Gläschen immer ganz gern für unterwegs mit und tue da hinein noch 5 Tropfen von den Bachblüten. Und zwar die Tropfen hat die Hebamme empfohlen, gerade für kleine Kinder, große Kinder, in dem Sinne, wenn man sich stößt, gleich auf den blauen Fleck, gerieben ganz vorsichtig, wird das lang nicht so schlimm. Und bei jeder kleinen Blessur einfach diese Creme mal schnell drauf. Das ist so ein kleiner Notfallhelfer und das funktioniert wunderbar. Und da brauchen wir wirklich nur für so ein kleines Gläschen 5 Tropfen. Dann füllen wir die aufgeschlagene Scherbutter dazu. Und verrühren es mit so einer kleinen Holzspachtel. Und dann hat man eine Notfallsalbe und noch eine pflegende Salbe, die man immer für unterwegs mitnehmen kann. Und ich schwöre da wirklich drauf. Also ich finde es sehr praktisch und das ist sehr hilfreich. Und es sind wirklich nur 3 Zutaten. Und bei uns, wir haben auch Allergiekinder zu Hause, verträgt es wirklich jedes Kind. So, das war mein weiterer Tipp für euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss. Unsere selbstgemachte Scherbutter ist nicht für Krankheiten zu.
verwenden, sondern wirklich nur zur Linderung von der Winterhaut, der juckenden Haut, Hautirritationen so leicht oder leichte Pickelchen. Und ich weise nochmal darauf hin, also wer sich unsicher ist, auf jeden Fall erstmal den Arzt fragen,